Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge haben wir die Ampere-Ebene bereist und einen Bosskampf gegen Voltenso und einen ganzen Haufen Fritzelblitz gehabt. Hat zum Glück besser geklappt, als ich dachte, ein Belebersamen habe ich verloren. Ja, jetzt sind wir hier, Zwirfwinst hat uns geholfen. Ja, du hast uns gerettet, aber... Wer war das? Eine Gruppe aus Voltenso und Fritzelblitz. Sie sind ein Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist. Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Und die Ampere-Ebene wird diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Hier fühlen sie sich wohl, also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampere-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Seitdem reagiert die Gruppe um Voltenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann greifen sie sofort an, aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe um Voltenso. Und ich hoffe, man hört diesen Staubsauger gerade nicht. Aber jetzt verstehe ich, darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe vorhin dort drüben den Schwimmreif gesehen. Er ist hier, das ist er. Zwirfwinst ist das Slaggig. Ja. Okay, und ist das der... Es besteht kein Zweifel, das ist mit Sicherheit der Schwimmreif. Echt? Wir haben es geschafft, bringen wir das Item zurück zu Meryl und seinem kleinen Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hergebracht hat. Dieser jemand wusste, dass ihr letztendlich an diesen Ort kommen will. Die Tatsache, dass Voltenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Aber ich kann ja auch nicht damit rechnen, dass ihr irgendetwas wisst. Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Pack. Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Du hast es also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Ja, die standen da hinten hinterm Stein. Sicher haben wir sie nicht gesehen. Was? Ihr wart das? Ich lege! Also ihr wart's, aber warum? Wir haben darauf gewettet, dass ihr von Voltenso zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch einen Rest geben. Ja, aber wir haben nicht gedacht, dass der Typ sich einmischt. Sollen wir die Sache erledigen? Sicher, wenn's nur Team Gelb-Weil-Code wäre. Mit denen wären wir problemlos fertig. Aber gegen diese Lex! Was ist heute wieder los? Mal ein bisschen was geschlossen im Hintergrund. Aber gegen den weltberühmten Zwirfwinst, das ist eine andere Geschichte. Machen wir uns aus dem Staub, Leute. Okay. Was für Spatten. Das vergesse ich denen nie. Sie sind schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. Auf jeden Fall schneller als ihr im Denken. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. Das könnte man durchaus machen, ja. Das Abenteuer wird gespeichert. Übrigens hier auch nochmal kurz erwähnt, ich will da kein extra Video zu machen, deswegen erwähne ich es auch regelmäßig in normalen Videos mal kurz. Nächste Woche kommen von Dienstag bis in der Woche darauf, den Dienstag, keine Videos auf diesem Channel, weil ich weg bin. Somit auch keine Direct-Live-Reaction. Wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke. Ihr habt damals Azul gerettet und jetzt das. Ich weiß nicht, wie wir euch jemals danken können, aber wirklich, danke.
bitte, ist schon okay. Wenn ihr jemanden danken wollt, dann dankt dem großen Zwirfinst. Und macht, dass die Lecks aufhören. Wäre Zwirfinst nicht da gewesen, dann wären wir tot. Danke. Alter, der Staubsauger. Hör nicht der Rede wert, ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwirfinst sehr ähnlich, so bescheiden sein. Und ich muss sagen, dass auch Team Gelbwallcode ausnahmsweise irgendetwas geleistet hat. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azul gerettet habt, habt ihr so schnell rausgefunden, wo der Kleine ist und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azul angeht, müssen wir was gestehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kecleon. Aber ganz so war es in Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azul sich befindet. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Bitte, warte, jetzt mal ganz ruhig hier. Jetzt kommen wir mal alle runter. Okay, jetzt nochmal. Bitte was? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Also so ein Traum, das ist, wenn man schlafen geht und dann sieht man sowas. Ich weiß, was ein Traum ist. Oh, ach, das meinst du. Vielleicht wird der große Zwirfinst wissen, was das zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht er oder hört mein Partner. Warum sagst du eigentlich immer nur mein Partner? Und nicht Schmünter oder sowas? Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Bitte was? Okay, das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwirfinst, was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollten wir den großen Zwirfinst fragen, ob er noch mehr weiß? Nee! Nach was sollten wir ihn fragen? Oh, ah ja, nach meiner vergessenen Vergangenheit eventuell. Habe ich schon ganz vergessen. Oh Gott, war der Scheiß. Ist doch okay zu fragen, Schmünter. Nee. Zwirfinst, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Aber vorher teleportieren wir uns an den Strand. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Nee, ich bin immer noch bewusstlos. Aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an einen Namen und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein. Er sieht so aus wie ein Pokémon, stinkt nach Pokémon, frisst wie ein Pokémon und ist so blöd wie ein Pokémon. Was heißt, dass Pokémon blöd sind? Du bist doch auch ein Pokémon! Scheiße. Okay, aber stimmt, ich schätze, das kann sich nicht mal der große Zwirfinst erklären. Aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für den Verdächtnis... Habe ich gerade echt Verdächtnis gesagt? Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Nee, da gibt's keine Gründe für. Warum sollte es? Ein Mensch mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du... Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und... Wie lautet dein Name? Schmünter nennt Zwirfinst seinen Namen. Dreimal dürft ihr raten, wie er heißt. Ah, ich verstehe. Du bist Schmünter. Sagt dir der Name etwas? Nein. Leider sagt er mir nichts. Bitte was? War das gerade... Der Anflug eine... Hat Zwirfinst nicht gerade gelächelt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ach, scheiß Mückenstiche wieder. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Aber ich weiß über die Fähigkeit von Schmünter Bescheid. Echt, was ist die... Ach, das haben wir schon geklärt. Ich kann nicht reden. Die Fähigkeit, in die Zukunft oder Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt.
Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Das hast du... Sag mal im Ernst, das haben wir doch gerade schon gehört. Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Raum und Zeit hinweg, bis in manche Pokémon, um als Vision Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Schmint halt also mit dem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit. Ich wusste schon immer, dass er speziell ist. Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden. Du bist nicht mein Freund, du bist ein übergewichtiger Geist. Um das Geheimnis um die Verwandlung von Schmünter in ein Pokémon zu lüften, ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Echt? Nee. Also ehrlich gesagt, ich kann's nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist die reine Wahrheit. Großartig, dass du auf deine Hilfe zählen kannst, wie du findest. Ist das nicht toll, Schmünter? Hey, sieh dir die vielen Pelipper an. Sind wahrscheinlich auf dem Topscreen. Hallo? Was? Ah, jetzt. Es scheint viel mehr als normalerweise in der Luft zu sein. Ob irgendwas passiert ist. Hey! Oh, hi, Vidiza. Endlich finde ich euch. Menschenskinners. Wieso bist du so in Eile? Du bist ganz außer Atem. Ich legge und alle sollen zur Gilde kommen. Alle Lehrlinge sollen sich sofort bei der Gilde melden. Alter, die Lecks sind so extrem. Oh, ist etwas passiert. Ich gehe mit euch. Beeilt euch, die Lecks werden schlimmer. Der Staubsauger returns. Jetzt mal ernst, ich habe hier nur Dialog im Moment. Oh Gott. Dieser eine, ich habe hier so einen scheiß Mückenstich an der Hand. Der nervt. Kapitel 11. Reptane, der Dieb. Aha. Jetzt kommt auch mal ein bisschen was Offizielles zu dem Dude. Ich hab's gecheckt. Kommt Beeilung! Warum laufen wir rückwärts die Treppe runter? Alles nie, jawohl, ja. Tut mir leid, Leute, wir haben gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Wird? Nicht noch eins! Von wo diesmal? Wo wird das Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun es! Was ist? War es an einem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Warte, es war doch nicht vom... Doch, das war's. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie, das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee? Davon wussten nur wir, oder? Wie konnte das also passieren? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Hey, jetzt chill mal. Vertraust du deinen Freunden nicht? Tut mir leid, war unangebracht, ihr habt recht. Niemand hier wird das gegebene Wort brechen, stillschweigend zu bewahren. Nie im Leben. Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich den Mund aufmache. Das bin ich aber nicht gewohnt. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Jetzt mal ganz langsam hier bitte, meine Freunde. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee, das wusste ich nicht. Habe ich nicht was ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zum Nebelsee gescheitert ist. Bitte um Verzeihung, großer Zwierfins.
Wir hatten ein Versprechen gegeben, darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwirfinst. Wie auch immer, ein einzelner Eindringling hat die Nebelsee gefunden. Dann hat er Selfie überwältigt und das Zahnrad der Zeit mitgenommen. Selfie? Geht Selfie gut? Sie ist tot, nee, Spaß, es geht ihr gut. Es steht unter dem Schutz der Truppe von Magnezone. Macht euch keine Sorgen. Okay. Wartet, das war noch nicht alles. Die Zeugenaussage von Selfie. Sie offenbarte die Identität des Eindringlings. Na warte, mit was für einem Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst. Auf dem oberen Screen sieht man jetzt nochmal Reptains Gesicht. Dieses Pokémon nennt sich Reptain. Das war keine Frage, warum habe ich das wieder frei betont? Uff, das ist vielleicht ein fieser Janove. Reptain, das ist also das Pokémon. Das schließt die Zahnräder der Zeit. Dieser Steckbrief ist gerade erst angekommen. Er basiert auf der Aussage von Safe und wird im Rahmen einer Großverhandlung eingesetzt. Und das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pillibber umher. Oberwachtmeister Magnezone versucht offenbar noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswert hohes Kopfgeld auf Reptail ausgesetzt. Das heißt, wenn einer von euch ihn fängt, wird unsere Gilde reich. Ihr nicht. Wir haben Safe versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Und dann passiert sowas. Wir haben es nicht verraten, aber ich könnte Safe jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Ey, und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und ey, das kann ich niemals verzeihen. Hegelmeister. Gegenmeister! Wow, chill mal. Pokémon, wir werden Reptan fangen. Wir fangen diesen Dieb. Ich schwöre es im Namen der Knuddelluft-Gilde. Plaudergeil, wenn ich bitten darf. Ja. Okay, Pokémon, ab jetzt konzentriert ihr euch voll und ganz darauf, Reptan zu fangen. Gebt alles, um Reptan zur Rechenschaft zu ziehen. Logo! Kommt nicht in Frage, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wird. Los, Pokémon, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es auch für Selfie tun. Knuddelluft. Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptain helfen. Danke, großer Zwirfins. Donnerwetter, einen großen Zwirfins auf unserer Seite zu haben, macht mir wirklich Mut. Hey. Es ist uns eine Ehre. Ach, was ist mir eine Ehre? Ich bin ein Ehrenmann. Zum Glück hat keiner gesehen, dass ich gerade gedappt habe, lol. Nun ist es Zeit, dass der Gildenmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Reptain zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt ihr zurück, wenn ihr fertig seid? Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selber. Das heißt, leisten wir ausnahmsweise mal irgendetwas. Das wird schwer. Okay. Warum bleiben wir eigentlich immer stehen? Beeilen wir uns mit den Vorbereitungen, Schmidt. Eine Frage. Wenn wir uns beeilen wollen, warum warten wir dann mit Abstand am längsten? Ach, Zwirfinst ist hier jetzt mal. Ich gebe euch meine Unterstützung bei der Gefangennahme des diebischen Reptain. Lasst uns zusammenarbeiten und ihn umbringen. Ich meine. Das Ei. Noch nicht. Ein Belebersamen habe ich verloren. Wenn welche im Hop sind, würde ich mir zumindest einen wegsnacken. Okay, den würde ich mir dann gleich, wenn ich mir Moneten geholt habe, wegsnacken. Aber vorher lagern.
Obwohl brauche ich da... Oder? Ich meine, ich müsste ja nicht mitnehmen, aber... Ach komm, no risk, no fun, meine Freunde. Wir lassen den da. Okay, wo gehen wir zuerst hin, um Reptan zu finden? Wie ich sehe, sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Reptan taucht überall auf, wo sich ein Zahnrad der Zeit befindet. Aber wo befinden sich alle? Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort darauf. Und deshalb vertrauen wir auf den Einfallsrichtung des großen Zwirfins. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakel und Krebskorps, ihr übernimmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Ergibt Sinn! Hey. Wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Bidiza, Diktri und Sonflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Jawohl, ja, mach mal. Okay. Ich werde mich anstrengen. Und als letztes Schmünder und Fragezeichenmann, ihr übernehmt die Nordwüste. Und warum genau schickt ihr jetzt das Elektro-Pokémon in den Boden-Dungeon, ihr Behinderten? Die Nordwüste? Richtig! Schlagt eure Wunderkarte! Manche Gags werden nie alt. Seht ihr dieses Gebiet? Genau das schwarz markierte da hinten. Also die trockene Zone, die beginnt hier. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort solltet ihr eure Erkundung anstellen. Okay. Ich meine, okay. Fragezeichen meines Pflanze. Das ergibt Sinn, aber trotzdem. Schmünter ist Elektro. Der muss in den Boden-Dungeon. Und was ist mit mir? Victor wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Liebe Onkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit hier ist auch wichtig. Zumindest reden wir uns das ein. Ja. Und nun lass uns die Zahnräder der Zeit suchen, Pokémon! Hui! Hurra. Na dann, warten wir mal wieder mit Abstand am längsten. Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von feiernden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Nee, Schmünter, lass uns sterben. Das war eine gute Ansage. Ich meine, hey, jeder weiß, gibt nichts Besseres als Boden gegen Elektro. Auch wenn man sagen muss, dass zumindest in diesem Spiel es keine Wirkungslosigkeit gibt. Nur ultraschwache Attacken. Zum Beispiel Elektro auf Boden. Nordwüste liegt in dieser Richtung. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Reptan mit Sicherheit hier auf. Geben wir unser Bestes und suchen das Zahnrad der Zeit. Nordwüste E1. So, ein klein bisschen Gameplay brauchen wir heute ja wohl auch noch. Ich meine, bisher hatten wir gar keins. Nur Gelaber. Und Zwirfins Stimme ist mal wieder Belastung für den Hals. Aber ich kann das jetzt ab anders als im Original Let's Play. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit ein Glas Wasser neben mir stehen haben, weil ich sonst eingehe. Komm, holen dir Fragezeichen, man. Digga, richtig rasiert.
Und ich bin wieder mal verdammt schnell dabei bisher. Also jetzt, wenn man mal von den Lags absieht. Guckt euch den Typen an. Seit wann ist Unlicht gegen Stahlgestein? Jetzt mal im Ernst, das ergibt nicht mal wirklich Sinn. Och, weißt du was, der wird jetzt sowieso One-Hit-Down sein. Warum muss es denn der Solarstrahl sein? 237, gönn dir halt mal komplett. Halt, stopp. Ich wollte diagonal laufen. Genau so. Jetzt ist es auch scheißegal. Ich kann ihm nochmal hier frisst eine Schelle. Jetzt kriegst du eh so einen auf die Fresse. So viel dazu. Warum war es eigentlich irgendwie klar, dass nach der Einleitung der Solarstrahl verfehlen wird? Och, jetzt kommt Slimekost ins Spiel. Wenn du Solarstrahl einsetzt, tackle es auch nicht. Warum hättest du nicht Absorber oder Rasierblatt machen können? Digga, jetzt übertreib doch nicht immer. Level up für Schmünter. Keine neue Attacke erneut. Jetzt verfehlt er auch noch. Zweimal. Danke. Wenn die Treppe... Das eine Sackgasse ist, ist auch wie ein Gag. Oh, eine Box. Komm, ein, zwei Ebenen werden ja wohl noch gehen heute. Och, jetzt kommt auch noch der Sandsturm. Und ich renne instant in eine friggin' Sackgasse. Und in noch eine. So gegen dich ist bisher effektiv. Sehr schön, dass du deine Verteidigung geboostet hast. Hat dich gerettet. Töte. Danke. Ich predikte, unten ist die Treppe. Also in die Richtung, jetzt nicht direkt hier in dem Raum. Auf jeden Fall meine ich damit halt, dass in dem Raum gerade eben oben nach unten laufen besser ist als oben. Es gab nicht mal einen Weg nach oben. Töte ihn einfach. Wetten, die Treppe war da drüben. Instantly. Ah, nee. War eigentlich relativ egal. Ziemlich die Mitte. So, letzte Ebene für heute. Ich verabschiede mich dann schon mal. Das war's für die heutige Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wieder mal sehr storylastig. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich ehrlich gesagt das Storylastige besser finde, weshalb das trotzdem keinen Sinn ergibt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo. Wir sind auf dem Road to 100. Vielleicht schaffen wir das ja innerhalb der nächsten Zeit. Wäre cool, wenn ihr auch mitjoint. Wenn ihr wissen wollt, wie die Story weitergeht, wäre das auch gut, weil dann verpasst ihr nichts mehr. Glocke aktivieren, macht das. Verpassen noch mal unwahrscheinlicher. Apropos verpassen, ich glaube die Treppe... Nee, ich sehe das Problem.
Fragezeichen, man, du dummer Haufen. Warum bin... Okay, hat trotzdem gewone-hitted, aber... Warum genau benutzt man jetzt nochmal Solarstrahl auf dem Pflanzen-Pokémon? Jetzt nerv mich doch nicht. Das kann ich auch. Sag mal, ich dachte schon, der wird da gar nicht mehr fertig. Aua, ich werd gesteinigt. Hilfe. Ich und mein Glück wieder. Und ich hab mir keinen Belebersamen gekauft, um euch da nochmal dran zu erinnern. Schön die Treppe im letzten Raum. Ja, wir sehen uns. Ciao. Oh, neues Design.